Hallo Slurps, willkommen zurück zu My Time at Sandrock, wo wir direkt jetzt gleich mal zu Heidi gehen werden und mit der Story fortfahren. Huch, hier liegt noch irgendwas. Geschichtefoto. Foto des alten Wasserturms. Wo bist du? Kann ich dich anschauen? Hallo? Sehe ich dich? Oder muss ich dafür in mein Album? Geschichte! Eines von Mords verlorenen Fotos. Zeigt Mason bei der Arbeit am alten Wasserturm. Mason sieht immer so begeistert aus. Schön. Ein Bild vom Baum auf... Ja, das habe ich schon gesehen. Cool. Aber tauchen jetzt noch mehr Fotos auf? Kann ich das Mord dann wieder zurückgeben? Wäre ja, glaube ich, ganz cool, wenn das möglich wäre. Aber erstmal geht's zu Heidi. Warum werden meine Messer nicht angezeigt? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wir gehen einfach mal hier rein. Vielleicht, weil ich im Ort unterwegs bin, werden im Ort niemals die Sachen angezeigt. Das wäre mir aber neu. Was nicht heißt, dass es nicht so wäre. Jetzt werden sie wieder angezeigt. Heidi! Und noch hier oben. Heidi ist wieder rausgegangen. Wir müssen es gerade verpasst haben. Ja, so viel dazu. War einfach noch nicht fertig geladen, das ganze Spiel. Hey, die sehen toll aus, Slurp. Ich denke, das ist genau das, was wir brauchen. Unglücklicherweise geht es ziemlich langsam voran. Ich fürchte, wir werden eine Weile brauchen, um deine Rahmen zu installieren. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, es schneller voranzubringen. Mach dir keine Sorgen, wir bleiben in Kontakt. Nochmals vielen Dank und behalte deinen Briefkasten im Auge, falls es Neuigkeiten gibt. Oh, ich will nicht warten müssen. Na gut. Wir gucken mal nach anderen Aufträgen. Was haben wir denn noch hier? Handbuch, Mission. Hier müssen wir die Kartoffeln noch ernten. Mal schauen, wie weit die sind. Gucken wir gleich mal. Hinterm Haus auf unsere Felder. Gucken hier mal drauf. Gutsteinsee. Akzeptieren. Kann ich die machen? Ohne eigenes Verschulden benötige ich voll. Ohne eigenes Verschulden. Ich hab dir kein Wort, Grace. Voraussetzungen für die Maschine, Haushaltsofen. Kann ich den Suppentopf machen? Wir probieren das mal aus. Oder brauche ich das Rezept dafür noch? Ich sehe jetzt keinen Ofen. Handgefertigte Bleistifthalter. Sehr schön. Marktpreis 8% plus. No chance. Ich will einen Blutstein, Blutsteinsägen. Ich brauche noch einen Blutstein. Das heißt, wir müssen noch mal ein paar von den besseren Steinen zerstören. Hier hinten. Ich sollte auf jeden Fall den Bus auch heute noch mal zerlegen. Lohnt sich immer. Jetzt hätte ich genug. Perfekt, ich hole mir gerade noch ein paar andere Blutsteine. Lieber haben als brauchen. Hier. Okay, reicht das erstmal? Komm, wir können hier drüben noch was machen. Ne, hier unten. Perfekt. Da sind ganz viele Aufträge anscheinend. Ah ja, krass. Mortimer möchte etwas, Avio möchte etwas und wir sollen nochmal in den Bruch gehen. Ah ja, perfekt. Dann machen wir das doch mal. Ich mache gerade noch die Blutsteinsägen. Und nach diesen Töpfen. Schnelles Bauen. Wie kann ich jetzt hier herstellen? Milchgedämpftes Ei. Dampfgarer. Ah, ich glaube, ich hätte die Chefkochstation gebraucht. Das war das, oder? Eine Pra. Ich gucke gerade nochmal bei der Grace. Von Haushaltsofen. Hä?
Es ist ja mein Haushaltsofen. Ich habe nur hier die Azubi-Kochstation und die Weiterentwicklung wäre Chefkoch-Kochstation. Aber das ist das doch nicht. Haushaltsofen. Ah. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das irgendwas, was ich bauen kann, was mir noch fehlt? Maschinen? Ah! Ofen! Haushaltsofen! Ich hab's verstanden. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich meine K-L-U-G. Ah, ich liebe Hummersmissen. Okay. Dann geht's einmal hier hoch. Und dann schauen wir mal, dass wir zu Avio gehen, dass wir zu Mortimer gehen und dann nochmal in den Bruch. Ich glaube, das sollte von der Zeit gut funktionieren. Hugo. Jetzt schon? Ey, nicht schlecht, nicht schlecht. Nun, hier ist deine Bezahlung. Tun Sie nichts damit, was ich nicht auch tun würde. Das hatten wir schon. Ich weiß ja gar nicht, was du tun würdest. Dann einmal zu Arvio. Hey Slurp, wie läuft's in der Werkstatt zurzeit? Ja, aha. Super. Sag mal, ist dir aufgefallen, dass in letzter Zeit viel mehr Touristen unterwegs sind und trotzdem kommt kaum einer von ihnen bei den Treppen? Kaum zu glauben, ich weiß. Was könnte ich tun, um dieser Situation Abhilfe zu schaffen? Ah, ich weiß. Wie wäre es mit einem großen Plakat direkt auf dem Bahnsteig? Wenn sie dann aus dem Zug steigen... Ja, sie werden es sofort sehen. Sie werden denken, wow, bei den Treppen. So ein unscheinbarer Ladenname bedeutet, dass sie sich nicht darum scheren, beliebt zu sein. Sie müssen tolle Sachen haben. Hm? Hast du immer noch Zweifel? Naja, meine Idee ist etwa 30 Sekunden alt. Ich muss doch an den Details feilen. Mit genug Zeit ist nur der Himmel die Grenze, nehme ich an. Du hast ein gutes Auge, Slurp. Welches Bild würdest du auf das Plakat setzen? Was ist etwas, das die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen würde? Einige Qualitätswaren, eine Karte zum Laden. Warum nicht ein strahlendes Bild von dir, Avio? Ha! Was wäre interessant? Wahrscheinlich muss man irgendwie eine hübsche Frau oder sowas draufpacken. Funktioniert Werbung doch immer, dachte ich. Eine Karte zum Laden wäre ganz cool. Also die Sache ist die, Slurp. Die Wegbeschreibung zu meinem Laden ist im Namen enthalten. Bei den Treppen. Ich fürchte, wir würden nur wertvolle Werbefläche verschwenden. Ich hab's. Nichts erregt in einer Anzeige mehr Aufmerksamkeit als ein freundliches Gesicht. Und da ich der alleinige Inhaber von Bei den Treppen bin, einem Laden mit beschränkter Haftung, welches freundliche Gesicht sollte es sein, außer ich? Meinem. Ja, unser Gespräch war ziemlich aufschlussreich, muss ich sagen. Heute Abend sollte ich Zeit haben, einen Entwurf für eine Werbetafel zu entwerfen. Kann ich dich dann bitten, sie für mich zu bauen? Klar. Wunderbar. Ich schicke dir das Design so schnell wie möglich zu. Vergiss nicht, deinen Briefkasten zu überprüfen. Nochmals vielen Dank für deine aufschlussreichen Ratschläge. Gerne. Manchmal würde er aber mehr Kunden bekommen, wenn er die Amira aufs Plakat setzt und nicht sich selbst. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir gehen jetzt einmal zum Mortimer. Ich werde irgendwann diese Kisten finden. Da oben! Aha! Warum konnte ich denn vorher niemals da hochgucken? Ich hab's doch versucht. Wahrscheinlich nicht dreist genug. Perfekt. Dann einmal. Richtig abschießen. Cool! Einmal hier hoch. Oh, wie stark. Da fehlt nur noch eine Kiste. Maschinen-Upgrade-Kit. Nice. Eine fehlt jetzt noch. Hängst du auch hier oben? Wahrscheinlich liegst du da oben drauf. Komm ich da hin? Wir versuchen es gerade mal. Und dann gehen wir die Sachen abgeben. Ach, crazy. Komm ich da hoch jetzt? Eigentlich? Ja, irgendwie schon. Komm, du schaffst das, Slurp. Nice. Da liegt die Kiste. Puh, hat lange genug gedauert, bis ich mal auf die Idee kam, einfach nach oben zu schauen.
Jackboy-Malerei. Herausragend. Glück plus 6. Ein kleines Holzbild, das mit eleganten Strichen gemalt wurde. Es verleiht einer sonst eintönigen Wand eine künstlerische Note. Ja, das werden wir auf jeden Fall aufhängen. Stark. Dann geht's jetzt zu Mortimer. Und dann in den Bruch. Mortimer. Ich habe ein Foto gefunden. Aua. Ah, dieses Foto wurde vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen. Mason hat den Wasserturm bei der Oase gebaut. Sieh dir an, wie müde er auf diesem Foto aussieht. Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein. Die Menschen waren damals entmutigt. Zum Glück kamen Matilda und Miguel her, um ein bisschen Hoffnung zu wecken. Sie haben uns nicht nur inspiriert, sondern sich auch für Projekte eingesetzt, die den Schutz der Natur und des Wassers fördern. Wie sagen sie doch immer so schön? Auf jeden Fall haben sie dafür gesorgt, dass wir immer genug zu trinken hatten. Ja, wie heißt es? Spart Wasser. Aber die Wüste wächst weiter und bald wird alles ausgetrocknet sein, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr erleben werde. Die Menschen verlassen Sandshrock wieder. Nur alte Narren wie ich sind stur genug, um zu bleiben. Junger Hüpfer, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Es tut gut, diese alten Geschichten mit jemandem zu teilen, der sie hören will. Hör doch mal vorbei, wenn du noch mehr Fotos von mir findest. Gerne, Mortimer. Aber stimmt doch gar nicht, dass alles den Ort verlassen ist. Es sind sogar neue Leute dazugekommen. Mian, ich, die Katori will doch jetzt hier noch ihre Geschäfte eröffnen. Sind doch Ideen da. Leute brauchen immer nur eine Vision und Inspiration, um zu beschäftigen und nicht entmutigt zu sein. Wenn man das schafft zu erzeugen, sehr schnell. Sehr viele engagierte Menschen auf seiner Seite. Okay. Jetzt geht's aber erstmal in den Bruch. Jo, Chris. Stöberst du wieder beim Bruch herum? Mach nur einen Spaziergang. Sag mir nicht, dass es jetzt gegen das Gesetz verstößt. Nein, das Einzige, was gegen das Gesetz verstößt, ist, bei Rot die Straße zu überqueren. Aber, hey, der Punkt ist dieser. Denk nicht mal daran, da reinzugehen. Wir können keine Zivilisten ohne die richtige Ausbildung durchlassen. Ich will ja nicht dramatisch sein, aber ich weiß, dass das rhetorisch gemeint ist, aber wahrscheinlich ist es meine Doktorarbeit. Wann wird der Bruch wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Ich würde gerne irgendwann nach weiteren Relikten suchen. Er wird geöffnet, wenn er geöffnet wird. Das heißt, wenn er wieder als verlassene Ruine eingestuft wird. Und denk nicht einmal daran, dich dort hineinzuschleichen. Das würde ich zwar nicht wollen, aber ich habe das Recht, dich festzuhalten, wenn du eine Gefahr für dich selbst darstellst. Das ist die Grundlage für all diese wilden Anschuldigungen. Ich gehe diesen Weg die ganze Zeit entlang. Die Vorstellung, dass ich mich in den Bruch einschleichen könnte, ist genau das, was du dir in deinen Kopf ausgedacht hast. Mir ist auch aufgefallen, dass der Bruch schon seit geraumer Zeit so ist. Normalerweise hätte ich erwartet, dass ihr Truppentypen das schon erledigt habt. Wenn ich fragen darf, macht dir der Stress zu schaffen? Hey, komm schon. Gönn uns eine Pause, wir stecken bis zum Hals in Geeklas. Und dann ist da noch Logan. Ja, hier draußen wird es tatsächlich ein bisschen rau. Gut, dass es jemandem aufgefallen ist. Oh, armer Justice. Warum nimmst du dir nicht einfach einen Tag frei? Du brauchst ein bisschen Ruhe. Dann hast du deine stabilen Nerven zurück. Ich meine, zumindest musst du nicht buchstäblich vor der Bruch stehen. Wir alle wissen, dass man da nicht reingehen soll. Ja, vielleicht könnte ich einfach zurück ins Büro gehen, mir ein großes Glas Jackmehlmilch einschenken, mich auf die Socken machen und... Hey, warte mal kurz. Wie kommt es, dass ich jedes Mal, wenn ich mit dir rede, Kopfschmerzen bekomme? Hör zu, Grace. Ich scherze nicht herum. Ich nehme die Sicherheit aller in dieser Stadt ernst. Wenn dir da unten etwas zustehst, würde ich mir das nie verzeihen. Sprich noch einmal mit mir, wenn du kampferprobt bist. Zum Beispiel, wenn Slurp hier ist. Slurp? Richtig. Wie wäre es damit, wenn ich Slurp beauftrage, die Ruinen für mich zu betreten? Hättest du doch nichts dagegen, oder, Sheriff? Alles, was ich tue, ist tauchen. Nein. Ich schätze, das wäre alles ziemlich vorschriftsmäßig, wie ich sehe. Ich schätze, es liegt an euch beiden, eine Lösung zu finden. Ich muss weiter patrouillieren, aber ich werde ein Auge auf dich haben. Vielleicht solltest du dein Herumstöbern etwas weniger riskant gestalten, okay? Ihr macht mich noch fertig. Nun, du hast den Mann gehört. Sieht so aus, als müsste ich mich nicht in den Bruch schleichen, wenn ich deine Hilfe in Anspruch nehmen kann. Die Dinge, die ich brauche, sind relativ einfach.
Aber ich glaube, ich würde mich besser fühlen, wenn jemand mit einem besseren Auge als dem eines Soldaten hineingehen würde, um nachzusehen. Also, klar, ich helfe gerne. Oh, ein bisschen Kontext. Ich bin Archäologiestudentin in Atara und spare auf meinen Abschluss. Wenn ich Zeit habe, versuche ich Feldforschung zu betreiben, von der ich hoffe, dass sie mir bei meiner Rückkehr nützlich sein wird. Du warst doch schon im Bruch, oder? Konntest du herausfinden, was dieser Ort einmal war? Du weißt schon, damals in der alten Welt. Universitätsbüro? Toilettenschüsselfabrik? War sie eine Toilettenschüsselfabrik? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal Bürogebäude. Nee, das ist... Richtig, der war gut. Hast du das gesagt, weil du es weißt und lustig sein willst? Oder weil du es nicht weißt und mit Humor ablenken willst? Was Letzteres zutrifft, es war einmal ein Bürogebäude. Oh nein, das wollte ich sogar eigentlich sagen. Aber ich fand Toilettenschüsselfabrik so witzig. Als er noch offen war, war der Bruch ein großartiger Ort, um nach archäologischen Funden zu suchen und... Ach ja, du kennst die Geschichte. Einer meiner Hauptschwerpunkte sind audiovisuelle Medien der alten Welt. Aus gesammelten Notizen und Effekten habe ich ein Konzept entdeckt, das unter den Thronen der alten Welt als Suchtfaktor bekannt war. Ich habe vermutet, dass dieser Begriff für Musikhören bei der Arbeit steht. Wenn du also das nächste Mal im Bruch bist, halte Ausschau nach Medien, die mit der alten Welt zu tun haben. Alles, was auch nur annähernd relevant erscheint. Schallplatten, Poster. Außerdem brauche ich ein paar kleine Chips von dort, aus Gründen. Nochmals vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das zu tun. Ich denke, mit dir im Team wird das Leben für alle ein bisschen einfacher. Komm zu mir, wenn du ein paar Sachen aus der alten Welt dabei hast. Und vergiss bitte auch nicht die kleinen Chips. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Einfache Schaltkreise, Technokalender. Admiral Salz, beliebtes Ensemble der Randgruppen. Nein, danke, Computer und ein Technokalender. Den muss ich aber anscheinend selbst herstellen. Gefährliche Ruinen, obere Ebene. Ausdauerkosten, empfohlene Stufe. Ne, wir gehen hier gefährliche Ruinen. Hä? Ne, ne. Ach so, okay, ich kann hier noch gar nicht runter. Wir gehen aber dann hier da rein. Cool. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Ausdauer. Habe ich noch irgendwas zu essen dabei? Nicht, dass ich jetzt reingehe und noch 12 Ausdauer oder sowas habe. Das wäre super smart. Würde mich auch nicht wundern. Aber gut, kriegen wir hin. Okay. Verkaufsmaschine. Aha. Das starke Medizin brauche ich nicht. Das ist ja ganz cool, dass ich hier Fluorid kaufen kann. Das brauche ich jetzt aber auch nicht. Ansonsten 84 von denen haben wir. Ich hätte vielleicht erstmal das Bild aufhängen sollen. Verkaufen. Ne, verkaufen brauche ich jetzt auch nichts. Habe ich noch Ausdauerzeugs einstecken? Lebenspunkte. Salzener Fisch. Ja, perfekt. Das packe ich mal hier oben rein. Ansonsten habe ich leider nichts mehr. Wie es aussieht. Boah, ganz wenig Sandbären. Oh, es gibt Lebenspunkte. Nee. Wir gucken einfach mal so. Was haben wir hier? Multi-embryonale Korrektureinrichtung. Aha. Ah ja, das war das. Mit den Buffs, die man sich da holen kann. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. Easy. Okay, ich muss ein bisschen schauen, ob ich hier was aufsammeln kann. Ah ja, zum Beispiel, das hätte ich schon verpasst. Alte Teile. Aua. Oh, der Crit-Schaden ist so cool. Okay, weiter direkt. Komm her. Oh, Hilfe. Hau ab. Ausdauer niedrig. Stark, weiter.
Easy. Aua. Hallo. Ah, ich könnte anvisieren einfach. Das wird es einfacher machen. Komm her. Nice. Aua. Lass mich in Ruhe. Hi. Vollmondarmband. Oh, direkt gucken, was es kann. Da. Nee, mein florales Armband ist besser. Wildes Jagdmähen. Oh, da oben sind... Ah, da kann ich bestimmt die Seile durchschießen. Nice. Ah, Stange. Oh, rechter Teil einer Kamera. Ich glaube, es fehlt nur die Linse. Wir müssen das dann mal ausprobieren. Aber cool, dass ich hier Kamerateile finden kann. Was ist hier versteckt? Der Ärger der Sekretärin. Vollmondarmband. Muss ich ein bisschen ranhalten. Okay, hier haben wir alles ausgecheckt. Schneller, ein bisschen schneller. Noch irgendwas? Nein. Aha. Okay, hier brauchen wir immer noch nichts. Irgendwas versteckt. Nein. Aua. Wildes Alpha-Jagdmehl. Erledigt. Vollmondarmband. Noch eine Halskette. Ah, die haben wir auch schon. Easy. Datendisk. Da, Stange. Ich habe das Gefühl, die sind alle ähnlich aufgebaut. Nein, da war eine andere Kiste, die habe ich verpasst im anderen Raum, also. Noch eine Halskette, wie ärgerlich. Datendisk. Ja, es bringt, glaube ich, gar nichts, die Kisten abzureißen, oder was? 19 Erfahrung. Alte Teile, na gut. Vielleicht dann also doch. Cool, Rang B. Ob wir das S-Tier schaffen?
du hast einen Schlüssel angezeigt. Aber. Okay, ist hier noch irgendwas versteckt? Hier hoch können wir die Kiste öffnen. Zack. Degenanhänger, den haben wir auch schon. What? Okay, dann einmal weiter. Hier scheint nichts mehr zu sein. Zack, hier mal gucken. Aua. Weiter. Aua, das war nicht so smart. Aua, das war auch nicht so smart. So ein bisschen auf mein Leben achten. Vielleicht sollten wir auch schon irgendwas essen. Habe ich was dabei zum Heilen? 3 Lebenspunkte. Perfekt. Okay, wir sind jetzt Rang A. Jetzt noch tiefer. Glückswert plus 666. Das erscheint mir erstmal ganz cool. Aha. Admiral Sauls. Ah, oh mein Gott, ist das. Von den Beatles, wie heißt es denn? Captain Lonely Hearts Club Band. Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Oh mein Gott, deshalb Salz. Okay. Das ist natürlich sehr witzig. Sergeant Pepper, Admiral Salt. Cool, Moovot von 9000 gelernt und Rang S geschafft. Sergeant Pepper's Lonely Band. Okay. Ich glaube, den Techno-Kalender muss ich selbstständig, wie gesagt, bauen. Oder das ist jetzt natürlich hier drin. Geht's jetzt noch tiefer? Techno-Diskettenbox. Kann ich hier einen öffnen? Nee. Nein, danke, Computer. Ein Poster für ein Album einer Band, das die Rhythmusameisen hieß. Beatles. Ein Klappentext auf der Rückseite deutet an, dass dieses Album damals die Welt verändert hat. Aber nur mit einem Poster kann man sich das nur vorstellen. Nein, danke, Computer. Nicht verkäuflich, kein Abwurf. Ein Poster für ein Album einer Band, die sich Gramophonehead nannte. Gramophonehead, wie heißt die? Ah, soweit man das erkennen kann, schien diese Gruppe die Menschen davor zu warnen, dass die unkontrollierte Technologie zu dieser Zeit zu einem Problem wurde. Vielleicht hätten sie zuhören sollen. Ja, Metalhead? Ne, wie heißen die denn? Ich weiß es nicht. Das soll nicht Rage Against the Machine sein, oder? Wir gehen mal gucken. Achso, wir könnten jetzt auch tiefer runtergehen. Techno-Lampe, das einfache und elegante Design macht diese Lampe ungewöhnlich. Es ist unklar, ob sie noch funktionstüchtig ist. Nö, ich glaube, wir können den Ort verlassen. Cool, dass wir jetzt auch noch ganz runter können. Dann gehe ich mal schauen, ob ich diesen Techno-Kalender jetzt bauen kann.
Dun, 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 dun. Töpfe brauchen noch. Hier wird noch. Dich kann ich noch nicht aufwerten, weil mir was fehlt. Ich habe schon wieder vergessen. Bronze. Ah, Blutsteinsäge, Bronzerahmen. Boah, kann ich jetzt noch eine Blutsteinsäge überhaupt herstellen? Ja. So, Bronze nieten. Bronzerahmen. Da. Cool. Dann einmal aufwerten. Boah, sogar ein perfekt. Stark. Okay. Dann mache ich hier einmal den Eisenschrott rein. Hier kommt nochmal Eisenschrott rein. Was? Okay. Und hier mache ich noch Gummischrott. 5 Minuten. Du brauchst für 12 nur 3 Minuten. Interessant. Hier kann ich ansonsten auch nochmal vielleicht ein paar Bronze reinschmeißen und hier nochmal einfach Kupfer reinschmeißen. Okay. Zack. Sandbären drauf. Ich wollte meine hier. Zack, zack. Ich kann ich auch verkaufen, oder? Nehmen wir dann. Wüstenverteidiger. Ne, meine Sachen sind auch besser. Ja, ich glaube, ich kann euch verkaufen demnächst. Dann gucke ich gerade nochmal nach den Kartoffeln. Die sehen aber nicht so aus, als könnten sie geerntet werden. Ich glaube, wir haben alles. Ah, den Techno-Kalender. Geht da irgendwas dabei im Auftrag? Techno-Kalender, den habe ich doch auf meinem Schreibtisch stehen, oder? Im Museum, kleine Ausstellung. Halt, stopp. Hier bist du doch. Den Holzstuhl, sondern interagieren. Technokalender, sehr gut. Dann stelle ich dich vorübergehend dahin. Jetzt haben wir alles. Ich hänge das Bild noch auf von dem Jungen. Muss es nur wiederfinden. Da. Wo kommst du hin? Hier ist vielleicht ein guter Ort. Schön. Schön. Wir können da mal gucken nach Grace. Wir das dann direkt auch abschließen. Wahrheit. Grace, nicht weggehen, bitte. Okay. Das Spiel ist gerade ein bisschen überfordert. Kommst du jetzt raus, Grace? Ja. Aha, was ist das denn alles? Die Ränder sind leicht beschädigt. Die Schrift ist etwas verblasst.
Aber man kann sie noch ziemlich gut erkennen. Admiral Salz, etwas, etwas. Nein, danke, Computer. Wahrscheinlich von etwa 200 vor Peach, 250 vor Peach, wenn ich schätzen müsste. Bei den Professoren würde er wahrscheinlich mindestens ein B bekommen. Schöner Funzlab. Und das Timing ist auch gut. Mein letztes Aufsatzthema wurde gerade genehmigt. Die Verwertungslehre der alten Welt, eine Fallstudie zu Sandrocks Bruch. Meine Aufsatztitel sind zwar etwas lang, aber eigentlich sind sie prägnanter als die meisten anderen. Wie auch immer, das hilft mir, meine Suchtfaktor-Hypothese zu untermauern. Also nochmals vielen Dank, Slurp. Ich hoffe, es gab nicht zu viel Ärger. Gefährlich? Wenigstens scheinst du heil geblieben zu sein. Es war gefährlich, aber ich habe es geschafft. Ach ja? Wenn du weiter so abtauchen willst, musst du aber trainieren. Ziehe deine Schläge durch, setze dein ganzes Gewicht zum Angriff ein und vergiss nicht, deine Körpermitte zu trainieren. Das sind nur einige Tipps, die ich im Ruinentaucher-Magazin gelesen habe. Auf jeden Fall warst du eine große Hilfe. Wenn ich rein hypothetisch selbst in den Bruch gesprungen wäre, hätte ich nicht so viel Zeit gehabt, um mit meinem Aufsatz anzufangen. Oh, apropos, ich lasse dich wissen, wie es läuft. Nochmals vielen Dank. Ja, gerne. Oh, ich habe Schuhe bekommen. Ah, die sind sogar besser. Und sehen auch sehr cool aus. Na dann. Ich sag mal an dieser Stelle, ich mache erstmal hier eine kleine Pause. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Es kann sein, dass wir dann die Post bekommen und dann in der Story weitermachen können. Ich glaube, wir haben was bei Key noch in Auftrag gegeben, hoffe ich. Oder habe ich vergessen, was Neues in Auftrag zu geben? Werden wir feststellen, nächste Folge. Alles klar, ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Habt einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.